Ein Hallo an die werte Zuhörerschaft. Willkommen zum Let's Play von Panzerkorps Der andere Weg. Wir spielen die erste Kampagne, das finale Szenario namens Prag. Und Prag ist auch die größte, wichtigste Stadt, die wir hier erobern müssen. Befindet sich hier oben an der Moldau. Zudem sollen wir Kolin und Brünn und Olmütz einnehmen. Und auch die Reste der tschechischen Streitkräfte zerschlagen. Wir wissen bereits, dass sich hier in diesem Raum dazwischen mindestens zwei Panzerbrigaden befinden. Panzerkorps, wie auch immer die Einheiten hier strukturiert benannt sind. Auf jeden Fall schätzungsweise 8 Panzerregimenter plus zusätzlich Aufklärer. Das ist ganz ordentlich. Und natürlich sind die Verteidiger in Prag selbst nicht zu unterschätzen. Und vermutlich haben wir auch in Olmütz und in Brünn mit ordentlich Gegenwehr zu tun. Schließlich sehen wir ja hier, das sind strategisch wichtige Städte. Die haben hier Befestigungsanlagen vor der Stadt befindlich. Das ist auch ein Verkehrsknotenpunkt zum Beispiel. Also auch dort wird es mit Widerstand nicht zu knapp aussehen. Ja, beim letzten Mal haben wir leider eine Kerneinheit verloren. Und zwar hier unten einen unserer Panzer. Also werden wir jetzt einen anderen Panzer hier wieder einsetzen. Gut, dass wir jetzt davon so viele haben, in Anführungsstrichen, müssen trotzdem ein bisschen vorsichtig sein. Ja, theoretisch sind die gleichwertig, das seht ihr ja hier, die Werte sind komplett identisch, das ist dasselbe Modell, nur dass er bei uns halt Panzer 35, Klammern T benannt wird, wie tschechisch, und im Original LTVZ 35 heißt. Um jetzt hier diesen Panzerangriff ein bisschen Herr zu werden, auch selbiger, nutzen dafür die Feuerkraft unserer Flugzeuge aus. Zieht sich erstaunlicherweise nicht zurück. Ja, mit dem Aufklärer klappt es schon ein bisschen besser. Und es gibt einen Helden dafür. Der erste Held für das 21. Elite-Sonderkfz. Das ist der Herr Carsten Becker, der die Bewegung um 1 erhöht, was für ein Sonderkfz natürlich sehr, sehr schöne Sache ist. Einen Moment mal, wir haben hier noch Flugzeuge. Also ran damit. Jetzt machen wir einen Angriff. Oh, da haben sie uns aber ganz schön eingeheizt. Das liegt aber wieder mal daran, dass es die Mountain-Infanterie von denen ist. Und die Mountain-Infanterie der Tschechen ist einfach hart. Wir haben jetzt dafür eine Auszeichnung bekommen. Und zwar gab es das Eiserne Kreuz zweiter Klasse, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Genau. Und wir haben jetzt die Einheit natürlich ein bisschen zurückgedrängt, konnten sie aber nicht zerstören. Mal gucken, was wir dann weiter machen können, weiter tun können. Ich hoffe, dass die jetzt nicht auch noch hier rüberfahren. Denke aber, dass die von dem Gelände ein bisschen gebremst werden. Mal sehen, ob das so ist. Gut, kommen wir jetzt erstmal zu den wichtigeren Dingen. Ich werde jetzt wieder mein Schiff benutzen, um hier die feindliche Artillerie zu unterdrücken. Ziehe das dann einfach wieder zurück. Das klappt tadellos. Dann feuern wir auch nochmal auf die feindliche Artillerie. Also da wäre es schon ganz schön, wenn wir die komplett ausschalten könnten. Und das funktioniert auch. Natürlich kann der Gegner neue nachkaufen, völlig klar. Aber die wird natürlich nicht in Überstärke sein und die wird auch nicht so so gut sein wie die bisher genutzte. Ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt in der Lage wären, jetzt hier wirklich mit, oh Mann, das ist gefährlich, sehe ich gerade, ich bin jetzt wieder in die Reichweite geflogen, ob die jetzt wirklich in der Lage wären, hier mit 150mm Artillerie zuzuschlagen, ob die sowas überhaupt bauen dürfen, keine Ahnung. Können wir auf die nächste feuern, aber ich mache das erstmal so. Nicht mal diesen Bunker. Und dann kümmern wir uns mal um die Verteidiger der Stadt. Das hat schon sehr gut funktioniert. Überlege ich halt gerade, wie machen wir das am besten? Wo schlagen wir sie erst zu? Das sind alles normale Infanterieverbände. Vielleicht hier unten.
Jawohl, dafür gab es einen Held, einen nächsten Held. Und neben dem Herrn Matthias Neumann, der die Verteidigung erhöht, haben wir jetzt auch noch den Thorsten Schäfer, der den Angriff verbessert. Sehr schön. Das sieht man doch gern. Machen wir jetzt mal folgendes. Das switchen wir in den Bodenkampfmodus. Stellen wir hier hin. Aufklärer werden wir wieder in Ordnung bringen müssen. Jetzt können wir natürlich hier, könnten hier okay, ergibt sich nicht. Bin ich natürlich am Nachdenken, wie mache ich das am besten? Mal draufhauen. Oder drücken. So, Pionieren rangehen. 7 Schadenspunkte bei einem Panzer. Das ist meine Hausnummer, oder? Ich finde, das sieht ziemlich gut aus jetzt hier. Also das hat schon was. Die Artillerie hier stehen lassen. Aber wenn die angreifen, geht egal welche, feuert die andere halt gegen. Also von daher brauchen wir uns ja, glaube ich, keine Gedanken machen. Unseren Panzer könnte man jetzt natürlich irgendwie hier rüberführen, aber ich glaube, es ist besser, wir bringen den erstmal wieder auf volle Stärke. Flugzeuge haben wir, glaube ich, schon alle benutzt. Die Einheit lassen wir stehen, das ist, steht außer Frage. Ja, und da sind wir schon wieder mit der Runde durch. Geht zügig. Oh, man feuert auf unsere Garnisonseinheit. Sehr gut. Damit bin ich sehr einverstanden. Und die feindlichen panzerten Fahrzeuge greifen jetzt wirklich aus dem schlechten Gelände her an. Hab ich nicht gedacht. Zug 4, Wetter passt. Jetzt müssen wir halt gucken, wie wir hier am effektivsten uns der Gegner erwehren. Ich würde mal... Warum feuert der vor uns? Und dann noch so effektiv, also wirklich. Das ist ja schon bösartig, wie sehr sich das gelohnt hat. Ja, machen wir das hier. Nehmen wir mal komplett aus dem Spiel. Sorgen hier einfach mal für ein bisschen Stress. Auch dann Richtung Flughafen zurück. Hier muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Die Munitionsvorräte sind ja immer äußerst knapp. Das kennen wir ja schon, den Spaß. Schade, dass wir halt hier nicht angreifen können. Das ist natürlich nicht machbar. Ich kann hier rausnehmen, genau. Da brauche ich jetzt keine Einheit dafür zu benutzen, um die jetzt zu kicken und... Den ziehe ich jetzt mal so zurück. Das zum Thema Luftwaffe. Jetzt könnte man eigentlich von hinten an die Artillerie ran und dann auch mal scouten gehen. Aber ich muss da vorsichtig sein. Ich muss da stark genug sein, um wirklich diesen Vorstoß riskieren zu können. Ist einfach mal so auf Verdacht und so ist nicht. Ist mal so. Kriegen die noch nicht weg. Aber jetzt. Gut, der hat ja schon Ziele, auf die er feuern kann. Wenn die jetzt hier sind, 1, 2, 3, 4, 5. Wir wissen ja, dass so ein Hauptquartier theoretisch schon mal 5 Felder feuert, außer es hat einen Anführer. Also wenn sich das genau hier drin befinden sollte, 1, 2, 3, 4, 5, kommt es bis dorthin. Also bewege ich mich mit meinem Sonderkraftset natürlich nicht so weit vor. Das ist mir dann zu kritisch. Gut, wir haben jetzt erstmal die Panzer und Aufklärer hier drüben vernichtet, können dann also weiter vorstoßen. Das war schon mal gut. Jetzt werden wir hier drüben weitermachen. Jetzt wird es wirklich interessant, aber so richtig interessant. Jetzt wird es sehr, sehr interessant. Also machen wir mal so. Weg damit. Dann bewegen wir unsere Infanterie mal ganz frech hier auf die Stelle. Aber ganz frech.
es tat weh, oder? Ja, und zieht sich zurück. Perfekt. Ja, die Pioniere bekommen Verluste, aber das ist nicht der Rede wert im Verhältnis zu dem, was sie ausrichten können. Also ich denke mal, das war ein sehr, sehr effektiver Angriff. Ziehen sich zurück, es ist perfekt für uns. Und vernichten die Jungs. Da kann man nicht meckern. So. Unseren Aufklärer, da bin ich halt. Wir haben es hier oben gucken, ist eigentlich Quatsch. Wir machen es mal anders. Ich ziehe den mal hier rüber. Ganz dreist. Greife auch diesen Bunker an. Nutze als erstes den neu geschaffenen Übergang aus. Machen wir mal noch nichts weiter. Das lassen wir erstmal alles so. Also wir stehen jetzt schon mit 4 Einheiten, sagen, an der Moldau, in der Moldau müssen wir schon fast sagen, haben wir dafür gesorgt, dass die Artillerie hier drüben vernichtet wurde, die hier vernichtet wurde, die Bunker hier unten weg sind, dass die Artillerie, die eigentlich den Flughafen verteidigen sollte, sich zurückziehen musste. Also jetzt wird es schon ein bisschen enger für ihn. Klar, er hat immer noch 4 Infanterieverbände. Er hat noch eine Pack, er hat noch einen Panzer, der könnte auch für sicherlich von hinten irgendwo noch Truppen hinziehen, aber im Grunde tat das schon weh. Schlimmstes mögliche Szenario jetzt in dem Moment, Artilleriefeuer auf unseren Aufklärer, Hauptquartierfeuer auf den Aufklärer, Pack zieht ran, Feuer auf den Aufklärer und der Rest wird dann von dem Panzer hier oben zerstört. Das wäre zum Beispiel so ein Ding, was unangenehm sein könnte, aber abgesehen davon sollten wir ganz gut dastehen. Na gut, schauen wir mal, ob das so ist. Feuert schon mal nicht auf den Aufklärer. Ebenso nicht. Gut, die machen das jetzt, aber jetzt ist es nicht mehr so entscheidend. Hoffe ich zumindest. Unsere Kavallerie muss immer, immer leiden. Oh, weia. Runde 5. 21. Juni. Jetzt haben wir Glück gehabt, dass der Panzer nicht einfach nachgefahren ist. Das ist halt so ein KI-Ding. Normalerweise ein Spieler hätte mit Sicherheit den Panzer hier vorbewegt und hätte die Kavallerie komplett zerstört. Oder hätte er halt die Situation hier oben ausgenutzt. Oder. Hat er aber nicht. So, als erstes, wie gesagt, unsere Flugzeuge mal auftanken lassen. Ich denke, das tut Not. In der Zwischenzeit wir hier schon wieder Angriffe fliegen. Also wenn man das so gestaffelt macht, hat das durchaus seine Vorteile. Ihr habt halt immer Maschinen im Einsatz. Manche sind halt immer ja, am Auftanken und manche sind halt immer am Einsatz. Und das ist eigentlich eine schöne Variante, wenn man das immer so staffeln kann. Beispiel die hätte ich jetzt gern hier drüben benutzt. Das geht natürlich nicht. Na, du komm, rutsch mal hoch. Und das ist mir ein bisschen zu kritisch, da wir noch nicht an den Bunker rankommen. Da warten wir mal. Ah, hier komme ich eh nicht bis ganz hinter. Gut, der kann jetzt erstmal nur in die Richtung fliegen und muss dann halt nochmal eine Bewegungsrunde ausgeben, um direkt bis an unser Flughafen zu kommen. Aber so ist das halt. Tja, was kann man jetzt hier tun? Ihr seht, also so ein unerfahrener Panzer ist gegen eine verbesserte Kavallerie gar nicht mal so stark, ja. Das tut uns wesentlich mehr weh als ihm. Ja, da überlegen wir mal noch, wie wir das Ganze handeln. Wir kommen erstmal zum Hauptthema. Den kann ich scheinbar nicht verlegen. Nee, kann ich wirklich nur auf Prag wirken. Schade eigentlich. Versuchen wir mal den Bunker wegzumachen, damit wir uns weiter bewegen können. Hier ist natürlich auch ein bisschen schade. Weil die haben noch einen Schuss, wenn ich die jetzt hier reinbewege und die kämpfen lasse, ist ja alles ganz nett, aber dann sind die halt zerstört. Nächste Runde, das halten sie halt nicht aus. Das ist natürlich auch nicht mein Ansinnen. Wie machen wir das?
Greifen hier an. Greifen nochmal hier an. Scheiß drauf, ich greife nochmal hier an. Ich weiß, es gibt Artillerie gegen Feuer, ist mir schon bewusst. Greifen nochmal an. Und nochmal. Es wird schon eng für ihn. Und ziehen unsere eigene Artillerie nach. Damit haben wir hier so eine schöne Deckung. Jetzt überlege ich nur, ob ich mich hier hochbewegen sollte. Das mache ich auch. Jetzt ziehe ich die hier rüber. Und unser Panzer könnte jetzt hier vorfahren, aber will er das, ist die Frage. Will er jetzt hier vorfahren? Wird auf jeden Fall Deckungsfeuer bekommen. Zieht sich zurück. Ah ja, dadurch kommt man nicht an die Ari ran. Ah, es ist alles vertrackt. Ja, ihr seht das selber. Alles nicht so einfach. Machen wir es mal so hier. Drei Verluste. Das ist spürbar. Die ziehe ich jetzt aber auf jeden Fall zurück hier. Das ist mir zu kritisch. Das wird zu heiß. Brückenpio ist noch eins vor. Tja, der Aufklärer ist momentan zu schwach. Der fährt mal lieber zurück und den kann ich dann hier hinten wieder in Ordnung bringen und dann erneut einsetzen. Also das Ganze ist nicht schlecht, aber auch dass er von hier aus feuern kann und auch die Ari, das ist halt schwierig. Wir sind schon bei Runde 5 und wir sollen eigentlich ja bis Runde 7 sollen wir ja eigentlich geschafft haben. Also, ich weiß auch nicht, wie das klappen soll. Also eine Kreuz zweiter Klasse. Also ich das jetzt aufgebaut hätte, das ist Szenario, hätte ich mit Sicherheit hier irgendwelche Minenfelder oder so gepackt. Damit es natürlich nicht möglich ist, schnell zum Hauptquartier vorzustoßen. Ich hoffe aber, es ist nicht so. Puh. Was wir dort jetzt aber sehen, ist auch so schlimm genug. Pack, Elite, Flak, Heavy Infanterie und auch eine schwere Artillerie. Nichtsdestotrotz wird dieses Hauptquartier vom Boden her von nichts verteidigt. Also wir können direkt ran, scheinbar, sonst hätte ich ja hier ein Minenfeld aufgemacht, und das direkt angreifen. Das ist natürlich was Feines. Das lasse ich mir auch nicht zweimal sagen. Ich denke mal, das werden wir auf jeden Fall dann tun. Oh, kommt ein neues Flugzeug. Aber sehr schön in die Flak-Deckung hineingeflogen. Richtig Verluste erlitten. Das haben sie uns aber an allen Ecken und Enden ganz schön wehgetan. Das gefällt mir alles überhaupt nicht. Es ist bewölkt, wir haben die Runde 6, den 22. Juni und wie ich schon sagte, hier die Pioniere auf 6 runtergeschossen. Munitionsknapp, der auf 6, der auf 7, keine Munition. Der Panzer auf 4, das ist schon böse. Und auch hier drüben sind unsere Angriffskräfte eigentlich alle der Effektivität reduziert. Deswegen frage ich mich, wie soll ich das bis Runde 7 schaffen, dieses Ding zu vernichten? Ich müsste die Flak ausschalten und dann direkt drauf. Na, mal gucken. Gut, jetzt switchen wir erstmal unsere Flak und feuern auf die feindlichen Flugzeuge. 4. Ja. Das ist nicht schlecht. 1 ist schlecht.
Haben wir denn noch an Jägern, die benutzt werden können? Hat nicht gereicht für den Jagdbomber, das ist natürlich bitter. Oder schade, sagen wir mal lieber. Der Jäger hier oben hat nur noch 4 Stärkepunkte, oh weia. Den kann ich gar nicht benutzen, oh, das ist alles. Das ist ein bisschen tricky hier. Jagdbomber ist weg. Und hier muss ich jetzt meine eigenen Jagdbomben benutzen, um seinen Feind Bomber abzuschießen. Das ist natürlich böse. Also, ich konnte jetzt dadurch im Grunde meine eigenen Flugzeuge überhaupt nicht effektiv benutzen. Kein bisschen. Ja, die waren jetzt gezwungen, sich um ein paar andere Sachen zu kümmern. Klar, die haben jetzt 2 Gruppen runtergeschossen. Ist ja auch alles schön. Aber das war eigentlich nicht mein Ansinnen. Geh doch endlich weg. Geh doch endlich weg, du nervst. Immer noch nicht. Ja. Und wieder weg mit dem Ding. Ja, jetzt könnte man natürlich an diese Position ran, aber ich bin so schwach hier mit den Truppen. Das gibt's gar nicht. Also ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen sollte. Ich muss erstmal hier hinten für Verstärkung sorgen. Ah, wie teuer das Ganze ist. Die Pioniere brauchen dringend Verstärkung. Die Prestige gegen 2 Punkte, naja, das ist auch nicht so die Welt. Das konnten wir zumindest nachsetzen. Ist ja schon mal was. Es fehlt es aber momentan an. Ja, uns fehlt es an richtiger Infanterie, die das Ganze so ein bisschen finalisiert. Das ist schade. Seht ihr das? Also ich kann hier. Kann die nicht rauswerfen, kriege ich nicht hin. Schade, schade, schade. Ja, und da wird sich wohl dann auch dieser Auftrag vernichte bis zum 7. Zug diese Einheit dann mehr oder weniger erledigt haben. Weil ich es noch nicht weiß, wie ich das machen soll. Jetzt sind wir erstmal die Artillerie losgeworden. In späteren Zügen kein Problem. Bin ich mal so dreist und sag das. Es ist nicht schwierig. Aber dieses Zeitlimit ist zumindest von mir jetzt so nicht zu schaffen gewesen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich wirklich diesen strategischen Sieg nicht erringen werde aufgrund des Zeitlimits. Also man hätte wissen müssen, wie es hier aussieht und von Anfang an alle Flugzeuge auf das Ziel ansetzen müssen, aber das ist auch relativ wert. Ich kann also auch nicht so lange da rumfliegen, maximal 2 Angriffe, dann müsste ich zurück. Also theoretisch ist auch nicht hier umgehen, ist schwierig, da wurde ich aufgehalten. Hier dazwischen umgehen. Vielleicht hätte man das konsequenter machen müssen. Hier mehr Druck, also hier an der Stelle. Hier durchstoßen und direkt auf das Hauptquartier drauf. Irgendwie so. Naja. Ist wie es ist. Kann man jetzt nichts mehr dran ändern. Und werden da nur einen normalen Sieg erringen. Schade eigentlich. Das hätte ich gern anders gehabt. Aber nichts zu machen. Gut. Zumindest nicht in meiner jetzigen Situation. Mit dem Neuanfang vielleicht. Also wie es jetzt ist. Nee, geht nicht. Ihr hättet sagen können, okay, ich nehme alle angeschlagenen Einheiten, die hier waren, schmeiß die dagegen. Klar, aber dann wäre ich die wahrscheinlich losgeworden. Also das ist es mir dann auch nicht wert, ehrlich gesagt. Ja. Also jetzt, ich glaube jetzt, diese Runde müsste ich es jetzt zerstören. Also. Wir machen mal Spaß, ja. Ich mache einfach mal so. Nur mal so aus Spaß.
Runde 7. Bin ich ja mal hochgespannt. Wie gut das funktioniert halt. Die ziehe ich lieber dorthin. Den Panzer ziehen wir hier hin. Wenn es jetzt noch klappt, durch Zufall, lache ich mich kaputt. Pfa! Haha! Bis Runde 7, bis zum 7. Zug. Also zählt das jetzt noch? Das war dann aber wirklich, also, das hatte jetzt weniger mit Können zu tun, das war jetzt einfach nur noch Glück, dass es gerade so gereicht hat. Würde ich mir jetzt nicht so als super Leistung auf die Fahne schreiben. Na okay, nichtsdestotrotz, schön, dass die endlich kaputt sind. Gucken wir uns mal auf die feindliche Artillerie. Kriegen die nicht raus. Immer wieder nur, dass sie sich verpisst. Reduzieren hier mal ein bisschen. Gibt es Munitionsnachschub. Halten wir nochmal rein. Seid auf 1 runter, jetzt kriegt euch sogar die Garnisonsinfanterie tot. Hahaha. Ha, ha. Nein, ihr sollt da nicht reinziehen, Jungs. So weit sind wir noch nicht. Wir haben da eine bessere Einheit für, die dieser Aufgabe besser gewachsen ist als ihr. Ja, wenn man das auf diese Art macht, wie man sieht, funktioniert das gar nicht so schlecht. Aber die lassen wir da stehen. Die Flak könnte man eigentlich mal woanders lang bewegen. Da kriege ich sie noch nicht hin, ich sehe es gerade. Also sinnvoll wäre es dann halt, wie diese 8-8er gegen den Bunker zu benutzen. Ja. Hier vielleicht einen Angriff fliegen. Und sich dann wieder aus der Reichweite dieser Flakfestung zu verkrümeln. Genau, die hat 3 Felder Reichweite. Hier müssen wir mal gucken, bei dieser Flak hier hinten. Die hat 2 Felder Reichweite, arbeitet ein Anführer, Marek Czerny. Verteidigung 4 Reichweite, 2, also hat jetzt 4 Reichweite. Das ist ordentlich. Ich bin ja mal gespannt, ob hier die beiden Jungs, ob die eine Überlebenschance haben werden. Also, puh. Das könnte jetzt bitter in die Hose gehen, das Ganze. Dass wir hier so mit Rückenwind und Schiebesonne veranstaltet haben. Lassen wir wahrscheinlich bei seinen 4 Punkten. Das ist halt leider so. So. Irgendwas vergessen, klar, unseren normalen Panzer. Aber auch da wollen wir ja eigentlich jetzt nicht unbedingt das ganze Prestige für ausgeben, glaube ich. Ich bringe mal meine Flak hier ran. Kann ich die, wie gesagt, im Bodeneinsatz verwenden. Hier warte ich mal noch, bis ich feuern kann. Und der Aufklärer hier drüben, kommt mal Sprit. Den könnte man hier unten irgendwie rumbewegen, um zu gucken, ob da irgendwo Feinde stehen. Ja, eine Variante. Gut, dann würde ich sagen, war's das? Das ist noch okay. Das tut schon mehr weh. Es hat Heavy Infanterie. Aber wir konnten das HQ ausschalten. Da gab es jetzt keine extra Meldung oder irgendwas. Aber ich hoffe, das wird sich dann zum Schluss positiv für uns auswirken. Na, mal sehen, ob ich recht habe. In der Zwischenzeit haben wir natürlich hier was Neues gebaut. Mal wieder ein Tatra-Aufklärer. Den finde ich auch ganz praktisch. Aber mit dem werden wir jetzt hoffentlich fertig. Auch hier dieser 37mm Pack wurde von ihm nochmal repariert. Warum auch immer. Fand er wahrscheinlich wichtig. Und hier oben bleiben uns als Verteidiger eigentlich nur noch eine tschechische Infanterie, der Flakbunker und eine Pack. Dann hätten wir zumindest schon mal Prag in unserer Hand. Ja. Und unsere nächsten Ziele sind dann direkt, ja, Kolin. Und da müssen wir mal gucken. Also ich denke mal, in Kolin kann man das bis Betis hier drüben gleich mitmachen. Also
Ja, ist das Königgrätz und Pardubitz. Das nehmen wir sozusagen so halb mit. Und dann konzentrieren wir unsere Kräfte auf das untere Ende der Karte und greifen dann halt Olmütz und Brünn an. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber ich vermute trotzdem, dass es das auch noch nicht war, weil wir haben 30 Runden vorgegeben bekommen. Und es kann sich durchaus schon, kann durchaus so passieren, dass wir dann im Endeffekt noch gegen herbeieilende Unterstützung antreten müssen. Das würde mich zumindest überhaupt nicht wundern. Solche Fälle hatten wir ja nun schon öfter. Soweit zu diesem Video. Gott sei Dank haben unsere Kerntruppen bis jetzt überlebt, bis auf diesen einen Panzer. Das ist jetzt insgesamt unser vierter Verlust. Wir haben bis jetzt schon mal einmal Gradschützen verloren, einmal Kavallerie und einmal, das war so ein Prototyp-Panzerregiment. Und jetzt hat eins von den neuen. Für die ganze Kampagne, wenn es dabei bleiben sollte, sind vier Kerneinheiten, aber denke ich mal noch vertretbar. Gut. Also dann bis zum nächsten Video. Macht's gut, danke fürs Zusehen.